wollen wir gemeinsam mit der Björn Steiger Stiftung erreichen? Also das eine sind die Geräte flächendeckend zu platzieren, das ist sicherlich wichtig, aber ohne den Anwender, der das Gerät nachher auch bedient, wird es nichts. Stichwort ist die Breitenausbildung. Ohne Breitenausbildung ist das gesamte Projekt zum Scheitern verurteilt, weil ein Gerät an der Wand hilft einfach nicht. Die Lines sind Netzwerker. We serve. Wir Netzwerker sollten schauen, wo können wir Geräte platzieren. Das kann der Einzelhandel sein, Einkaufszentren, Apotheken, alle möglichen Standorte. Und da kann ja der Club sagen, Mensch, wir spenden an die Schule, an den Kindergarten, für die Gemeindehalle, für die Kirche, fürs Gemeindehaus, was auch immer, Geräte. Aber wie gesagt, die Geräte selber sind gar nicht mein allerwichtigster Punkt. Das sieht jeder ein. Die breiten Ausbildung. Und wenn ihr jetzt einfach sagt, wir kaufen ein Gerät, ist es schön. Aber bitte denkt auch dran, wir brauchen für die Breitenausbildung Geld. Die Kooperation mit den Lions ist für die Björn Steiger Stiftung deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Lions einfach eine große und langjährige Tradition im sozialen Bereich haben und über ein hervorragendes Netzwerk verfügen, das es uns leichter macht, einfach auch im Bereich Sponsoring und auch in der Umsetzung dieses Projektes vorankommen zu können. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir in Deutschland etwa 100.000 Herztote durch den plötzlichen Herztod hervorgerufen pro Jahr zu beklagen haben, ist das sicherlich eine Aufgabe, wo die Lions auf den Plan gerufen werden. Die Lions helfen unter dem Motto We Serve überall dort, wo anderweitige Hilfe nicht gegeben ist. Und so ist es für uns eine wunderbare Aufgabe, insbesondere für die Breitenausbildung zu sorgen. Also dafür, dass die Bevölkerung in die Lage versetzt wird, zu helfen und wir die Angst nehmen, die Scheu nehmen, zu helfen, wenn diese Hilfe benötigt wird.